Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute kaufen wir Bitcoins. Ja, ich habe eine Anleitung gefunden zum Thema Bitcoin kaufen in der Praxis, Anleitung, Tutorial. Und dann habe ich gedacht, da reagiere ich mal drauf. Haben bisher fast 18.000 Leute gesehen. Also gerade jetzt, wo der Bitcoin-Kurs einfach durch die Decke geht, ist höchstwahrscheinlich auch für mich interessant. Ich habe das zurzeit per App, per Bitpanda. Du interessierst dich für Finanzen, bevor wir uns das Video anschauen, kennst du schon meinen Kanal Michael investiert. Dort bekommst du täglich neue Videos rund um das Thema finanzielle Freiheit, Gold, Silber, Dividendenaktien und so. Jeden Tag ein neues Video. Check einfach mal ab, wie hat Michael investiert. Ich freue mich da auch über ein Abo. Den Link packe ich im Kommentar rein. Im ersten Kommentar ist der Link zum Kanal. Also das ist wirklich für Leute, die sich wirklich rund um das Thema, auch hier Bitcoin-Verbot, ne? Ein tolles Video über Bitcoin-Verbot solltest du dir angucken, wenn du dich für Bitcoin interessierst. Aber jetzt schauen wir, wie wir uns Bitcoins kaufen können. Hey, Attacke! Heute zeige ich dir, wie du schnell und einfach und auch ohne große Gebühren zahlen zu müssen, deine Bitcoins kaufen kannst. Oh ja, die Gebühren finde ich auch immer heftig, ne? So dieses Rumtraden und so. Und dann, gerade wenn du andere Coins kaufen möchtest und die sind nicht überall verfügbar, musst du erst den Coin kaufen, um den Coin zu kaufen. Unfassbar kompliziert. Deshalb, Bitpanda finde ich da irgendwie sehr einfach. Mit Kreditkarte kannst du einzahlen, kannst du kaufen. Hab jetzt auch einen Teilverkauf gemacht, aber okay. Das Ganze wie immer ohne viel Schnickschnack. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder um ein richtig spannendes Thema, und zwar um Bitcoins und Bitcoins kaufen. Und ich möchte euch zeigen, wie ich das aktuell mache. Ich mache das ja mittlerweile monatlich. Ihr seht hier unten schon, ich kaufe monatlich fix für 50 Euro Bitcoins und habe dann so ein bisschen auch Ruhe einfach aus. Okay, das ist natürlich, glaube ich, eine richtig tolle Entscheidung. Na? Diesen Cost-Average-Effekt für 50 Euro Bitcoin. Ist noch entspannt, aber du machst dir dann keine Sorgen, wie hoch der Bitcoin-Kurs gerade ist. Ich überlege, ob ich wöchentlich etwas kaufe. Warum? Die Schwankungen sind so hoch. Da habe ich vielleicht noch ein bisschen besseren Kurs, wenn ich das wöchentlich kaufe. Ich bin am Überlegen. Kurse betrifft, was aktuelle Nachrichten betrifft, gucke ich mir eigentlich im Moment gar nicht mehr an. Der aktuelle Kurs ist mir auch egal. Ich kaufe einfach fix, wenn ich das Geld monatlich habe. Zack, wird das hier umgebucht und dann kaufe ich einfach so wie das Geld da ist. Guckt mir den Preis gar nicht mehr an. Aber darum sollte es nicht gehen. Ich wollte euch einmal... Die Taktik ist gar nicht so schlecht. Weil diese Psychologie, ich habe, keine Ahnung, bei 6.000 gekauft, bei 7.000, bei 9.000 verkauft, dann wieder bei 7.000 gekauft und dann bei 13.000 einen Teilverkauf gemacht. Und da trade ich immer so ein bisschen hin und her. Aber ja, das ist für den Vermögensaufbau, ist es auf jeden Fall seine Strategie sehr cool. Zeigen, wie ihr das machen könnt mit geringen Gebühren und mit wenig, wirklich wenig Aufwand. Also Bitcoin hat ja manchmal so den Stempel aufgedrückt, dass das irgendwie alles kompliziert wäre. Und ich finde es eigentlich gar nicht kompliziert. Wenn ihr ja noch keinen Coinbase-Account habt, ich mache das Ganze auf Coinbase, auf pro.coinbase.com, da müsst ihr euch erstmal einen Coinbase-Account machen. Und wenn ihr noch keinen Coinbase-Account habt, dann könnt ihr das über meinen Link machen, den ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Da bekomme ich 9 Euro und ihr bekommt auch 9 Euro, wenn ihr für mindestens 90 Euro aktuell Kryptowährung kauft oder verkauft. Das ist, glaube ich, auch dynamisch und das schwankt auch immer ein bisschen mit dem Bitcoin-Kurs. Müsst ihr nicht machen, wenn ihr es nicht machen wollt, dann könnt ihr auch direkt... Checkt einfach mal sein Video ab. Habe ich in der Beschreibung verlinkt. Nimmt seinen Link. Ja. Auf coinbase.com gehen und euch einen Account machen. Und wenn ihr einen Account bei coinbase.com habt, dann habt ihr auch einen Account bei pro.coinbase.com selbstverständlich. Und hier werde ich das Ganze machen. Das ist so ein bisschen bei Coinbase, könnt ihr das auch kaufen, aber da sind die Gebühren höher. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, das bei Coinbase Pro zu machen. Hier sind die Gebühren aktuell 0,5%, also von dem Euro-Wert. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr das Video vielleicht mal in ein paar Monaten schaut. Unter My Orders könnt ihr hier auf Fees klicken. Und dann seht ihr die Gebühren. Wenn ihr natürlich viel Trader seid, dann werden die Take-on-Maker-Fees noch kleiner. Also mal einfach gesagt, wir wollten ja heute ohne Schnickschnack machen. Je mehr ihr tradet, desto weniger Gebühren zahlt ihr. Aber ich denke mal... Was ist das? 500 Millionen bis eine Billion? Ist das eine Billion da unten neben mir? Warte, da. Da. Ah, ist das eine 500 Millionen Dollar? Bis zu einer Billion? Wer tradet denn bitte mit 500 Millionen Dollar?
Das ist ja heftig. Aber du brauchst ja nur 0,04% bezahlen. Und Makler brauchst du gar nicht bezahlen. Hä? Okay. Ah, interessant. Okay, schauen wir mal weiter. Mal 99% werden hier in der Range sein. Und da bin ich jetzt auch, weil ich monatlich ja nur kaufe. Seht ihr hier, da habe ich in den letzten 30 Tagen nicht wirklich viel getradet. Gut, wir gehen hier wieder zurück auf oben Coinbase Pro und dann startet die Anleitung. Also, Schritt 1. Wir loggen uns auf pro.coinbase.com ein. Da war der Kurs noch bei 8000 Bitcoin-Kurs, 8000 Euro. Und jetzt ist er das Doppelte genau. Ja, nicht ganz, er war bei das Doppelte bei 16.000. Also hättest du zu dem Zeitpunkt gekauft, 8000 Euro investiert, 16.000 rausgemacht. Hättest du dann halt 8000 rausgezogen, ja, hättest du dein Geld zurück und dann noch für 8000 Euro Bitcoins. Ja, geil, oder? Ja, so mache ich das ja so ein bisschen, aber ein bisschen kleiner, entspannter. Erledigt. Dann Schritt 2, Einzahlung tätigen. Ihr klickt hier oben auf Deposit, wählt hier eure Zahlungsart aus. Mit Euros wollt ihr natürlich überweisen. Und dann bekommt ihr hier schon eure IBAN und euren Verwendungszweck angezeigt. Wenn das Geld Da musst ankommt. du aber auch nochmal eine Gebühr bezahlen. Wäre natürlich cool, wenn du das mit Kreditkarte einbezahlen könntest oder so. Also bei Bitdingsbums, da geht das, glaube ich, jetzt auch mit Karte oder so. Nicht alle Revolut-Karte haben nicht angenommen oder so, aber ah, okay. Gekommen ist, geht es schon zu Schritt 3. Das seht ihr hier, wenn ihr euch in den Account einloggt und dann seht ihr hier schon, dass es eingezahlt ist. 50 Euro sind eingezahlt oder ihr geht hier auf My Wallets und seht ihr das hier auch. So, wenn das da ist, dann geht ihr hier oben auf Select Market, sofern das nicht schon vorausgewählt ist und wählt hier aus BTC minus Euro. Ihr könnt auch noch Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Ethereum Classic und ZDX kaufen, aber heute soll es um Bitcoin gehen. Anklicken. So, wenn ihr euch es ganz einfach machen wollt, dann geht ihr hier einfach nur auf das Max-Symbol. Dann seht ihr, da würdet ihr alles, was ihr in eurer Euro-Wallet habt, jetzt kaufen. Und ihr seht hier auch schon, wie viel Gebühren ihr zahlen würdet. Und ihr seht hier ungefähr, wie viel Bitcoin ihr bekommen würdet. Wenn ihr euch das jetzt noch komplizierter machen wollt, dann könnt ihr hier auch Limit-Order machen. Aber wir wollen ja heute was mal ganz einfach machen und der Spread seht ihr. Natürlich ist das Limit Order, wenn du natürlich traden möchtest und dann einfach mal die Schwankung mitnehmen und sagst, hey komm, der ist ja jetzt bei 8.300. Ich würde ihn aber eher bei 8.000 kaufen oder so oder bei 7.955. Macht natürlich auch Spaß, ne? Und dann gleichzeitig verkaufen. Vielleicht hättest du dann eingegeben zu dem Zeitpunkt bei 9.5. Dann hättest du halt jedes Mal wieder sofort, also deine vorhandenen Bitcoin, ne? Würdest du dann echt so ein bisschen traden. Weil ich habe gemerkt, das ist oft in der Nacht, wenn ich schlafe, dann sind sehr, sehr hohe Schwankungen, weil natürlich dann halt in Asien und in Amerika dann tagsüber ist oft. Ja, und dann verpasst du manchmal so ein paar Kurse, so ein paar Kaufkurse oder Verkaufskurse. Ja. Der hier aktuell ist der Unterschied zwischen Taker und Maker sind aktuell nur knappe 5 Euro. Das macht bei 50 Euro ungefähr nichts aus. Ja, Deswegen das brauchen stimmt. wir nicht lange rummachen. Einfach auf Max, wie gesagt, 50 Euro. Klicken hier auf Place Buy Order und schon, zack, ihr seht es hier, haben wir die Bitcoins im Kasten für diesen Monat. Und das war's auch schon. Jetzt wäre noch Schritt 4, dass ihr euch die Bitcoins auf eure Wallet überweist. Ich mache das bei mir so, weil das ja jetzt aktuell wirklich jetzt nicht die Welt ist, 50 Euro, mache ich das bei mir im Moment so, dass ich immer hingehe und dann hier auf Withdraw gehe, dann Bitcoin und dann wähle ich hier meinen Coinbase-Account aus. Pro Coinbase und Coinbase laufen nebeneinander, sind miteinander vernetzt. Ihr habt also keine Überweisungsgebühren. Dann nehme ich mir meinen Bitcoin, was ich habe, so hier und schieb die dann rüber. Zack, ja, okay, dauert bis zu 10 Sekunden. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann ist das okay. Dann habe ich hier wieder den für den nächsten Monat alles wieder leer und safe. Und ich kann mir jetzt hier, wenn ich mal in meinen Coinbase-Account gehe, dann sehe ich jetzt hier, muss man aktualisieren hier. Okay, hat er jetzt für 50 Euro ungefähr mehr. Na, du siehst auch immer die, wo er gekauft hat. Bam, bam, bam. Ja, interessant. Okay. Und ja, du siehst ja ungefähr, der hat 7 Monate gekauft, ne? 7 Monate auf 50 Euro oder so. Na, nee, vielleicht nicht ganz. Das sind ja ein paar Wertsteigerungen dazugekommen, vielleicht. Ja, coole Anleitung. So, jetzt aktualisiert und seht auch jetzt hier schon, dass hier meine Überweisung schon da ist.
Ja, und wenn ich immer nicht so 500 Euro erreicht habe, so an Bitcoins, das einigermaßen okay ist, dann schiebe ich mir das rüber auf meinen Ledger Nano S. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr erstmal so ein bisschen rumgucken wollt, könnt ihr es auch auf eurer Exchange noch liegen lassen. Ich würde mal sagen, unter 500 Euro würde ich mir da gar keine Gedanken drüber machen, mit Ja. Sicherheit oder nicht. Aber wenn es dann mehr wird, dann würde ich schon auf eine Hardware-Wallet packen. Gut, das soll es schon gewesen sein. Habt ihr eine Empfehlung für eine Hardware-Wallet für mich? Schreibt mal in den Kommentaren. Lass natürlich auch ein Abo da, wenn du ja, weitere Videos von mir haben möchtest. Also wie gesagt, keine große Aktion und wer noch behauptet, Bitcoin kaufen ist schwierig, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Nee, wie auch immer, ganz einfach. Und ich kann euch auch nur empfehlen, das monatlich zu machen. Ist jetzt so, wenn ihr auf jeden Fall langfristig vom Bitcoin oder von Kryptowährung überzeugt seid, dann könnt ihr da eure Kryptowährungen durchaus auch monatlich kaufen. Ist so ein bisschen mal das Gegenstück zum Trading-Gedanken. Ich sehe das Ganze langfristig und deswegen habe ich auch so ein bisschen das so etabliert, wie als wenn ich Aktien kaufe, so einen Aktiensparplan und das ist halt mein Bitcoin-Sparplan hier. Und so könnt ihr den ausführen, wirklich ganz einfach und mit 0,0. Ich dachte aber, er hätte einen Bitcoin-Sparplan automatisiert. Immer, keine Ahnung, ersten Montag im Monat oder ersten ersten oder so Bitcoin kaufen 50 Euro. Und es wäre natürlich cool, wenn das dann automatisch von der Kreditkarte abgebucht wird und so musst du immer noch überweisen und manuell kaufen. Vergisst du natürlich ab und zu mal, ne? Aber ja, okay, gibt Schlimmeres. 5% Gebühren, auch noch völlig akzeptabel, vor allen Dingen bei diesen kleinen Summen völlig akzeptabel. Wenn es jetzt größere Summen werden sollten, dann gibt es vielleicht noch bessere Alternativen, aber ich würde sagen, in dem Niveau, sage ich mal, bis 400, 500 € monatlich Bitcoin kaufen, ist das für mich. So, das Video ist auch schon Ende. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Viel Spaß mit den beiden Videos. Ja.